Jo, ich mache heute ein Video mal nach längerer Zeit wieder auf Wunsch von Sven Dix. Servus, grüß dich. Wir hatten mal letztens so eine kleine Reihe gemacht über WhatsApp und hat jeder so seinen Schrank mal gezeigt, beziehungsweise seinen Raum, wo das ganze Gerödel, Equipment für Outdoor drin ist und Buschkraft und so weiter. Und genau das mache ich heute auch. Wenn ihr Interesse habt, bleibt einfach dran. Sei gesagt, ich habe ganz schön aufgeräumt und ausgemistet. Vieles ist verschwunden, was ich wirklich lange nicht mehr gebraucht habe. Und ja, also im Prinzip ist es recht übersichtlich geworden und geht soweit. Ist nicht der schönste Raum, den ich hier habe dafür, aber effektiv genug. So, erstmal ein kleiner Überblick über die Sachen, wie ich das sortiert habe. Meine Rucksäcke, die ich öfters benutze, die hängen einfach am Regal selber. Und ja, die anderen hier. Nur die stehen einfach da unten. Den zum Beispiel nehme ich hauptsächlich für Winterübernachtungen, also oder längere Übernachtungen, je nachdem. Da geht eine Menge rein. Und der leichte ist dann für Trekkingtouren gedacht, also 2, 3 Tagestouren. Und da unten sind auch Tagesrucksäcke, also für Tagestouren. Den größeren, den nehme ich dann ganz gern, wenn ich ein bisschen mehrere mitnehmen will. Und den ganz leichten, da wo ich sage, okay. Also da geht es rein ums Wandern. Dann ist der dabei. So, da kann man den auch mal sehen. Das ist für ganz kleine Touren. Das ist von meinem Sohnemann, der hat 20 Liter. Und der ist super. Also das passt wirklich. Der hat da so ein Airtragesystem, dass man auch nicht schwitzt. Und der passt eigentlich auch soweit ganz gut bei mir. Das geht schon. Der ist vom Decathlon. Der kostet nicht die Welt. Und für genauso Tagestouren ist der absolut ausreichend. Ja, ich habe ja auch ein bisschen mehr immer da, weil ich ja auch für die Kinder mitsammeln muss. Und deswegen ja, ist da eigentlich vieles doppelt und dreifach da. Da ist dann von meinem Kleinen das Zeugs noch, also von meinem größeren Sohn und das ist vom ganz Kleinen. So, hier unten ist dann mein ganzes Spiritus gelagert, also die Trangia-Flasche zum Auffüllen und die kleine von Primus. Dann habe ich das ganze Spiritus-Zeugs da, die Flaschen. So, dann fahren wir mal weiter rüber ins untere Fach. Hier wird es recht interessant. Da ist jetzt ziemlich viel von meinem Übernachtungszeugs drin. So, also obendrauf habe ich das Katoma. Davon habe ich zwei, wie man sieht, weil normalerweise, wenn wir ein Boden-Setup haben, da schlafen meine Jungs dann drin. Damit die da ihre Ruhe haben für den ganzen Mücken- und Käfergesumsel. Mein Biwaksack, mein Geliebter für den Winter. Der ist jetzt nicht mehr dran bis zum Herbst, Winter. Da ist ein Tarnnetz drin, verstaut. Die Expat UL Isomatte. Dann die Daunenjacke von Decathlon habe ich da drin. Die ist jetzt gerade nicht im Einsatz mehr gewesen, weil ich die Wolfhound von Helicontex verwende. Der Pumpsack. Für die Isomatte ein kleines Pillow, also Kissen. Ja, die alte Elefantenhaut, die habe ich immer noch da, die habe ich gar nicht ausgesondert, weil die nehme ich ab und zu tatsächlich noch mit. Die ist einfach so geil. Ich liebe das Ding. Ein Footprint für ein günstiges Zelt. Und was haben wir da vom Eureka? Das ist so ein Reparaturset und da haben wir von der Expat das Reparaturset. Das habe ich da jetzt mal so drin. Kann auch sein, dass ich das demnächst mal wieder ändere. Was soll's? Ist ja auch völlig egal. Und daneben, da habe ich dann, was die Kinder gerne hernehmen, das Zelt, das Leichte und das TCOP gelagert. So, gehen wir eine Etage höher. Hier habe ich meine Schaumstoff-Isomatten, die Bundeswehr-Faltmatte und so, ja, einfache Sitzkissen gelagert. Und da hinten meine Satellite zum Drunterlegen, wenn es mal ein bisschen wärmer sein soll. Ein Katoma und da liegt noch ein Haufen Zeugs, so MRE und da ist glaube ich noch ein Trekkingfood. Das wollte ich eigentlich dann mitnehmen für die geplante Trekkingtour, die leider nicht stattfinden wird. So, dann fahren wir mal ein bisschen weiter rüber. Und da drin sind also jetzt verschiedene Kocher, meine Tische, die ich so habe und noch ein Trangia-verpackter Gaskocher.
das ist jetzt auch alles ziemlich großzügig aussortiert worden, die letzte Zeit. Ja, da gruschel ich halt dann rum und überlege mir, was ich dann mitnehme. So, dann kommen wir zum dritten Stockwerk. Da habe ich hier meine Kiste mit den ganzen Tassen und Töpfen. Da habe ich auch brutalst ausgemistet. Ist gar nicht mehr viel drin, Gott sei Dank, weil das war schon richtig voll und unübersichtlich. Und naja, wenn man dann wirklich Sachen schon über ein Jahr nicht mehr hernimmt, dann kann man es auch raus. Auf jeden Fall, je nach Tour, suche ich mir da das passende Equipment bzw. Kochgeschirr raus, was ich halt vorhab. Titan, ob es mal leicht sein soll oder die ein bisschen größer, wenn ich richtig kochen will und draußen lagere. Ja, also diese Kunststoffkisten, die sind schon saupraktisch, kann ich jedem empfehlen. Oder Holzkisten gehen natürlich auch, aber ich finde die Kunststoff, die durchsichtig sind, schon sehr cool. Dann sieht man von außen schon ein bisschen, was da so drin liegt. Da habe ich so Pouch und Taschen drin, also beziehungsweise auch Packsäcke hier. Das ist der große und ach, das machen wir mal anders. Also Packsäcke, das ist zum Beispiel für den Carrier Frame, der große wasserdichte Packsack, für den man einfach mit Reißverschluss verbinden kann. Ja, und alles so Pouches. Also das sind eigentlich die Pouches, die ich tatsächlich auch noch hernehme. Also das gehört auch zum Carrier Frame, das habe ich da einfach mit reingelegt. So. Eine Reihe weiter drüben sind meine ganzen Schlafsäcke. Diesen hier nehme ich nicht mehr, das war mein erster Winterschlafsack. Ja, der ist einfach schwer und fett wie Sau. Also der wiegt mir einfach zu viel. Bin dann umgestiegen auf den Defense 4. Und da habe ich dann den Tropen. Ja, und wenn wir da gleich beim Schlafsetup sind, beziehungsweise Schlafsäcken, da oben, dann ist da der Swagman drin, eingeordnet. Der ist dann im Sommer wieder dran. Im Winter halt als Inlet. So, auch eine schöne Kiste, die ganzen Tabs. So, den Sack hier, den habe ich ein bisschen zweckentfremdet. Der ist eigentlich von Helicon Tex Tarp, aber da ist jetzt meine Tageshängematte drin. Da ist AquaQuest Tarp eingepackt, 3x3 Meter. Nochmal AquaQuest, 3x3 Meter. Dann eigentlich so mein unter anderem Favorit, das 2x3 von AquaQuest. Sehr gerne dabei, wenn es leichter sein soll. Hier ist dann für die Hängematte das Wingtarp eingepackt in den Packsack hier. Mit allem drum und dran. Mit diesem Schlauch, damit man das dann eben nicht gleich komplett aufspannen muss. Das Hammock, das leihe ich dann gerne her für die Kinder eben. Und da haben wir das von Helicon Tex, das Tarp drin. Ja, und mein Ferino UL Wanderzeltchen. Das ist da auch noch mit rein gepackt. Klasse Sache. Ja, hier ein paar Abspannschnüre noch. Und warum auch immer, der Gurt. Ich weiß nicht, habe ich wahrscheinlich vergessen auszusortieren. So, das nächste Kisterl. So, in der Kiste ist jetzt das Zeug drin, was ich immer dabei habe. Das heißt, ich kann das jetzt ganz schnell in den Rucksack packen, habe mein Zeug schon mal für die Tour soweit fertig und ergänze das dann je nachdem, was für ein Kochset ich da rausgehen will und überhaupt. Das ist also erste Hilfe, das ist sowieso immer gleich. Und ja, das sind die vorgepackten Packsäcke. Und da ist zum Beispiel jetzt schon drin, was ich beim nächsten Mal essen möchte. Das habe ich jetzt einfach mal drin gelassen. Mein ganzes Kochzeug, also wird nur noch ergänzt mit dem Kochset, also beziehungsweise Hobo oder eben Spiritus und Tassen und so weiter. Ja, und Töpfe. Je nachdem, was ich halt an dem Tag mitnehmen möchte. Es geht ganz fix. Und da, das ist so quasi die Deckeltasche. Da ist alles drin, was ich in der Deckeltasche normalerweise habe. Das wird dann auch, so wie es ist, komplett da oben reingestopft in die Deckeltasche. Da habe ich das immer da. Genau. Wenn ich von der Tour zurückkomme, dann kommt es wieder da rein komplett und so habe ich da immer die Möglichkeit, das schnell zu changen. Aber das ist nicht nur für Tagestouren, sondern das nehme ich auch bei Übernachtungen her dann. Und ich finde, das ist recht cool mit den
Pouches, wenn die vorgepackt sind. Also im Prinzip habe ich immer einen gepackten Rucksack. Ja, warum ich das so mache, das liegt einfach daran, ich wechsle einfach ständig irgendwie mein Zeugs. Mal möchte ich was kochen richtig draußen, mal möchte ich ein Hobo, mal eben Drangia. Ja, ihr wisst ja selber, wie das ist. Und deswegen habe ich mich für diese Variante entschieden und immer wieder einen anderen Rucksack. Mache ich nur ein Lager und laufe nicht viel oder gehe ich wandern und so. Und deswegen habe ich diese Pouches da immer vorgepackt für das, was sowieso standardmäßig dabei ist. Und dann komme ich ganz schnell mit dem Einpacken fertig. Ist eine klasse Sache. Also habe mich jetzt dran gewöhnt, mache das über ein Jahr so. Genau, nur zum Hintergrund dessen. So, das ist meine totale Chaoskiste, finde ich. Da habe ich die ganzen Trinkflaschen drin. Ja, die sind alle offen, damit kein Schimmel entstehen kann. Und naja, schaut nicht besonders schön aus, ist auch nicht wirklich aufgeräumt, sind halt einfach so reingestellt. Nichts Besonderes. Daneben habe ich dann den Swagman drin, wie ich schon gesagt hatte, und die Wolfhound-Jacke. Da ist auch noch Platz eigentlich. So, da ist ein bisschen Durcheinander. Zum Beispiel der Gurt, der zum Carrier Frame gehört, den habe ich jetzt momentan nicht dran. Also Winterhandschuhe, ein bisschen Krusch. Und das ist hier total die Kruschelkiste. Zeugs, wo ich nicht mehr brauche. Und ja, Zunder wie Watte und so weiter ist alles da drin. Da habe ich dann auch Messer und Co. Lampe, das habe ich alles in so eine kleine Kiste gemacht. Da hinten sind noch Sprühdosen und eine Notlampe mit Kurbel. Naja gut, die Axt kann man ja sehen. Da die Isomatten von den Jungs noch. In dem Karton sind bloß Versandtaschen drin. So, da habe ich das Pouch. Eine kleine Netztasche, da ist dann Kaffee und eine Suppe drin. Ja, also da kommt dann mein Essenszeug so rein. Ich habe die Netztasche gewählt. Früher hatte ich immer die blauen Sackerl da genommen. Aber ich finde die Netztasche dann wesentlich besser. Ist zwar nicht wasserdicht, aber ich kann wenigstens sehen, was da drin ist. Gleich, Unterleg planen. Zwei Stück. Die Bergbruder ist super leicht und klein. Die nehme ich dann für Tagestouren her. Da kommt dann auch nicht weiter irgendwas anderes mit. Ja, und ist noch eine Pouch von Helicontex. Da ist auch die kleine Axt drin. Die Camping-Axt. Oh ja, genau. Da hinten noch ein paar Kocher. Ja, fast hätte ich es vergessen. Hier sind noch meine Underkills drin und das ganze Hängemattenzeug. Also bis auf die kleine Wandermatte ist da noch die Übernachtungshängematten-Geschichte hier gelagert. Ja, das genau. Das war da so separatiert drin. So, die Klamotten und so weiter, die habe ich im ganz normalen Kleiderschrank. Den zeige ich euch jetzt nicht, da habe ich keine Lust zu. Und ich hoffe, euch hat der kleine Einblick in die heilige Lagerstätte von mir gefallen. Wenn ihr noch ein bisschen Live-Talk sehen wollt, dann schaut mal beim Sascha, beim Wild Hikes TV vorbei. Wir hatten letztens eine super Runde, da war der Atze dabei, der Matthias, der Markus und so weiter. Richtig gut geworden. Schaut einfach mal rein. Ich verlinke das hier mal, falls es ihr noch nicht gesehen habt. Genau, soweit so gut. Dann sage ich an der Stelle, bleibt gesund. Danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Servus, ciao.